So, und weiter jetzt mit der neuen Runde auf Endless. Der heutige Plan ist auf alle Fälle idealerweise Level 90. Ich bin mir nicht sicher, ob das machbar ist. Ist es zumindest der Plan. Vielleicht sollten wir auch Amplis nutzen oder so. Was kosten Amplis? Das Problem ist, wir finden wahrscheinlich jetzt so auf die Schnelle nichts. Ja, ziemlich sicher nicht. Okay, das ist schade. Schauen wir ganz kurz mal durch. Oder wir kaufen halt irgendwie... Was gibt's hier? Scrolls? Nee. Vielleicht gibt's irgendwas. Hier eine... Amplis, 8 Coins. Kann man stacken theoretisch, aber 1 reicht eigentlich, finde ich. Okay, 1. So. So, nach Astria. Und da nach Astria. Dann brauchen wir nur schnell eine Party. Und... Genau, also Level 90 ist dann wirklich machbar, was halt irgendwie ziemlich cool ist. Ach, jetzt habe ich immer noch ein Pad vergessen. Shit. Ganz vergessen. Genau. Ja, ich werde noch ein extra Video machen, einen kleinen Guide zum Thema Endless Life. Ich habe nämlich jetzt eine Antwort bekommen. Also die Antwort ist riesig lang, ewig, also gigantisch. Und... Genau, also effektiv, Ringmaster? Wow. effektiv gibt es dann schon einige Möglichkeiten, Geld zu farmen und so. Da müssen wir allerdings dann mal schauen, dass wir da uns irgendwie mit arrangieren können. Aber, ja, genau. So, wie lange hält Link hier? 21 Minuten, super. Das ist perfekt. Okay, dann Upcut. Ampli. Genau, das reicht. Okay. Achso, wir hätten noch mehr kaufen können. Shit, ja. Egal. Okay, kurz rebuffen. Okay, 10k Damage. Food. Ah, holy shit. Okay, ah ja, ja, okay. So weit, so gut. ist die Party auf Contribution. Okay, super. Okay, Damage ist ziemlich nice. 10k Damage bei... Oh, was haben wir da für Buffs? Anarchy Buffs. 8% mehr Attack, okay. Der Rest ist leider nichts für uns. Was aber okay ist. So, Ping ist super. Man kann... Also mit Exit Lag kann man wirklich gut spielen. Aber ich habe natürlich auch schon immer wieder gelesen, so, dass halt vielen Leuten einfach der Ping zu hoch ist. Kann ich halt nachvollziehen irgendwie, also ist schon verständlich. Ja, also ich denke mal, klar, wer jetzt natürlich halt wirklich serious spielt und halt irgendwie auch rein donatet jeden Monat, für den ist es wahrscheinlich jetzt eher weniger ein Problem. Halt, sagen wir mal einfach, wie viel kostet es denn? 9 Euro auszugeben. Wer jetzt aber halt nicht aktiv spielt oder halt nur so gelegenheitsmäßig spielt oder vielleicht nicht so viel Geld hat und so oder nicht donatet einfach, ich könnte dann schon verstehen, dass es dann vielleicht einfach too much ist. Und nur um zu spielen und so ist natürlich schon eine Herausforderung gewissermaßen. Genau, also wir haben schon drüber gesprochen, vielleicht kann man auch irgendwie das Ganze ja, anders lösen, beziehungsweise vielleicht ist da irgendwann ein europäischer Channel oder so drin, also ich schreibe da mit denen schon und vielleicht ist möglich, keine Ahnung. Wenn es natürlich dann soweit wäre, dann werde ich auf alle Fälle Bescheid sagen, aber ich glaube momentan ist zumindest ist es halt noch nicht drin, beziehungsweise ist halt noch nicht geplant zumindest und genau, naja, warten wir einfach mal ab. So, wisst ihr, was wir jetzt mal machen werden? Wir gehen kurz nach Flares und kaufen uns einen Activation. Activation, glaube ich, heißt das Ding, oder? Activation bei der Spiele-Publisher. So. 550k. Ist teuer, aber nötig irgendwie, finde ich. Na komm. Wie hält denn der? 30 Minuten nur? Uff, okay. Naja, müssen wir mal schauen. Das kriegen wir irgendwie schon hin, glaube ich. So, dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt gleich läuft.
So. So, einmal voll machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, reicht sogar, oder? Es reicht locker. Okay, das macht jetzt wahrscheinlich einen riesigen Unterschied, wenn wir jetzt einfach mit der Action Slot durchspammen können. Oh ja, das macht einen riesigen Unterschied. Ja, das macht einen gigantischen Unterschied. Okay, Ringmaß Level up, Level 78. Genau. Naja, also so muss man sagen, so ist halt echt nice. So ist wirklich nice. Weil wir brauchen nur 4 Hits? Lol, der Action-Start ist größer. Der 6-Ding. Fuck. 5 reicht. Okay. Oha, gleich 85. Okay, also mit Ampli und so, okay, so funktioniert es ja wirklich schon ziemlich gut. Brauchen wir sogar weniger als 4? 5? 4? Oh, nur 4. Nice. Okay, also so kann man echt leben und leveln. Genau, und theoretisch sollte man es auch wirklich ziemlich viel an Drops und Geld und so weiter kriegen. Und Waffen und Set-Teilen und whatever. Weil ich glaube, so haben wir halt echt gute Karten. Oh ja, das fühlt sich richtig gut an aktuell. Genau, so kann man wirklich in 0, nichts auf Level 90. Und in der Toten Wüste, also in dieser, wie heißen die dann, diese... Naja, ihr wisst schon, diese Dark und 3 Wüste meine ich halt. Da kann man Geld farmen. Das heißt, es ist scheinbar dafür gedacht, dass man dann da Geld farmt. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es eben, Moonstone. Selbst erst durch die Info mitbekommen. Und naja, mit Level 90 können wir da, glaube ich, relativ schnell schon hin. Gut, der meinte hier allerdings, dass es fürs Early Game ist. Chimeradon, Burnerkey, Chef Mafrin, Popcrank und so weiter. And also, we have many maps for farming Penya. It depends on your level, but in early farming you can farm Penya. True. So und so. Genau. Ja, weiß nicht. Es gibt viele Farm-Maps angeblich oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Das wäre natürlich schon auf alle Fälle ein ziemliches Plus, wenn es sowas gäbe. Genau. Müssen wir schauen, wie wir hinkommen und so. Aber Farm to Win ist auf alle Fälle ziemlich nice. Und da bauen die auf alle Fälle drauf, beziehungsweise geben einfach die Möglichkeit für Farm to Win. Nice, da hat sich gerade das Ding bezahlt. Oder? Level 80er Waffe, was ist das wert? Okay, jetzt ist der die Activation bezahlt. Nice. Sehr, sehr nice. Genau, mal quasi die Möglichkeit, wer halt nicht zu viel Zeit hat, der donatet eben dann. Und verkauft hat die Donates, halt wie auf jedem anderen Server. Und ansonsten primär ist allerdings Farm to Win. Und ja, 86, nice. Ich glaube, ich habe irgendwie zu lange gezögert mit Amplis und so. Auch so ein Ampli ist, glaube ich, immer noch zu wenig irgendwie. Ich glaube, das war einfach... Das war die falsche Strategie einfach. Das war komplett die falsche Strategie. Oh, aber das Level läuft gut. Das Level läuft richtig gut. 14k Damage einfach. Wir haben gerade aktuell nur eine Hiss Wand. Also, Hiss Wand ist natürlich nice und so, aber. Das ist allgemein schon ziemlich geil. Komm hier, Ballon anmachen. Bringt uns das eh nicht so viel, aber egal. Kriegen Master Level Ups, oder? Nein, hä? Ach, wegen dem Ballon, der Animation, lol. Boah, wir free-hitten die bald. Also Free-Hits sind halt wirklich komplett krank. Sonst steht halt einfach nur noch den... Ja, Tools sind nicht noch besser, aber One-Hit und so, dann wäre es halt... Das wäre zu heftig. Jetzt ist Ringmaster-Level up, nice. Läuft richtig gut, okay, Alex-Z.
Ich muss unbedingt mal Shop machen oder so. Genau, ich weiß gar nicht, ob es Offline-Vendors gibt. Ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Kann sein, dass es sie trotzdem gibt. Vielleicht kann man die ja voten. Ich weiß gar nicht, kann man die upvoten? Keine Ahnung. Muss ich unbedingt mal schauen, dass wir da ein bisschen weiter dahinter kommen. Ich weiß, ich spiele aktuell zweimal Psykeeper und einmal Buildposter. Aber ich habe gerade irgendwie echt Lust auf Psykeeper und auch auf AOE Psykeeper, auf Terrain Crusadern. Und deswegen denke ich mir so, why not? Ah ja, wir laufen jetzt die Party, wie verrückt, stimmt. Da war ja was. Da muss ich ganz kurz zum Beispiel nachschauen, wo man jetzt überhaupt Pets kriegt. Da ist Nachricht. Und Level up, nice. 87. So, wo haben wir die Pets? Pets, 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 Pets. For Dungeons, the Dungeons that we have in our server, like Asrikorel for farming. Hey. Okay. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Genau, permanente Pets. Okay, hier ist das Interessante, was ich mich gerade frage. Von Spielern. Okay, oder Donaten. Okay. Ja, gut. Lol. Jetzt geht's. Ah, ein bisschen Lowlife. Okay. 28%. Road to Level 90, definitiv machbar jetzt. Und wirklich ganz locker machbar. Wir haben jetzt 12 Minuten um. Und machen echt gut Fortschritt. Wait, warum haben wir HP Reflect Damage? Lol. Warum haben wir 10 Stats mehr als vorher? Hab ich irgendwas vergessen? Haben wir. Scheiße, haben wir Holy Guard vergessen? Irgendwas haben wir verpennt. 15k Damage. Ziemlich nice. Ich überlege gerade, mit 15k Damage könnten wir nicht sogar Gigs farmen, oder? Also mit der Menge an Damage. Ist doch eigentlich echt locker machbar, oder? Wie viel Hits brauchen wir? 100 Bombs und 1,5 Millionen Damage. Wir brauchen 10 Millionen Damage. Andererseits. Ja, wobei mit dem Level 90er Set haben wir mehr Cast Time. Und mehr Damage. Ja, und ich denke, dass es das dann vielleicht einigermaßen funktioniert oder so. Ja, wahrscheinlich. Okay, ja, müssen wir mal schauen. Wäre vielleicht schon das Ziel, dass wir irgendwie was farmen dann. Oka Suit, okay. Drops bisher ziemlich gut. Was haben wir jetzt gehabt? Drei, vier, 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 fünf Drops sogar schon. Fünf Drops waren es. Drei Setteile, zwei Waffen. Und wir two hätten die nach dem nächsten Level up. Three hätten. Können auch richtig oldschool. So. Richtig, richtig oldschool. Ach, by the way, macht das vielleicht sogar Sinn, hier so zu löffeln? Oh, never mind. Allein die Pena-Drops machen es gerade schon irgendwie für halbreich.
Noch mehr End. Die Python Necklace bringt STR und DEX, okay. Genau, wir brauchen halt dann die MP-Kette, die bringt End. 3. Ah, reicht nicht ganz, okay. Ne, macht nichts. Wenn man den Skill hinterher spammen und so, ist er egal. Nice, Teil Nummer 6. 2 Level to go, by the way. Ich habe mir gedacht, vielleicht fehlt so eine Buffs oder so, aber nevermind. So. 7000, exakt 7 KP. Nice. Richtig, richtig nice. Ich meine, das hätten wir. Oh, das ist ja cool designed. Das ist richtig cool designed. Achso, ja gut, wir haben noch kein Set, oder? Was haben wir in Def aktuell? Hm. Naja, okay, aber E-Psy-Keeper, glaube ich, macht wenig Sinn, oder? bin mir unsicher. Oha, alle Skills. Nice. Jetzt aber, oh, nächster Set-Teil. Super. Nächster Set-Teil einfach schon. Psykeeper? Nein, wir haben es doppelt gedroppt. Och man. Fluff ist echt mies teilweise. Die Party levelt, okay, Level 48 mittlerweile. Vorher waren es 47 vor 2 Minuten oder so. 45,57. 48,23. Okay, also XP, ja, easy. Das ist echt Midrate effektiv. Spielanzahl 884. Das ist echt brutal, was die an Spieler haben. Also Fly in Asen ist echt riesig einfach. Das ist brutal. Aber ja, das Problem ist natürlich, wir sollten halt erst kicken mit Party-Skills effektiv. Also mit allen Party-Skills. Weil ohne Party-Skills macht es natürlich wahrscheinlich relativ wenig Sinn wieder. Ja, schwierig. Aber so läuft sich das Ganze wirklich richtig geil. So, 123% noch. Dann haben wir es erreicht. Dann haben wir endlich unser Set. Oh, das wäre geil. Bin mir ganz sicher, was es bringt, aber ich glaube irgendwie Cast Time, HP und 20 oder 30% Attack oder so, also halt richtig, richtig viel irgendwie. Das ist schon ziemlich geil. Ach, die Menge an Damage einfach. Ringmaß Level 80 auch. Ich bin auch wieder inskillen. Nice. Das waren 36 Int. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, ob ich in der Gilde bleiben soll, weil es ist echt sehr, sehr inaktiv leider. Ja, es ist schwierig, die Entscheidung. Die ist zwar eigentlich einer der guten Gilden, ist auch eine amerikanische Gilde. Das Problem ist halt, die sind einfach nicht sehr aktiv. Die Online-Zeiten bei denen sind halt so, naja, okay, aber man spricht da zumindest die gleiche Sprache irgendwie. Und das macht es halt um einiges einfacher. Wenn ich jetzt halt eine philippinische oder eine, ja, irgendeine asiatische Gilde gehe, dann gibt es erst das Problem mit den Online-Zeiten. Weil wenn ich halt am Abend spiele, ist bei denen halt Nacht. Also selbst jetzt, wenn ich aufnehme, um 14.30 Uhr haben die halt 20.30 Uhr oder so. Wenn jetzt halt irgendwie so um, keine Ahnung, 18 Uhr so laufen wollen, dann muss ich halt mittags irgendwann. Aber das ist auch wieder, es geht mir nicht raus.
Deswegen. Aber ich denke mal, wenn es eine deutsche Gilde machen, macht es relativ wenig Sinn, weil es hat, glaube ich, eine zu kleine Community bisher zumindest gibt. Die wächst zwar, ziemlich schnell sogar, aber es reicht einfach nicht. Das ist einfach nicht genug, dass wir halt irgendwie da genug Spieler hätten. So der Nachteil aktuell. Ich dachte gerade, Earthquake hat 7%. Mann, Party Skills, komm. Droppt doch jetzt endlich mal irgendwie ein bisschen mehr. Selbst mit Party Skills droppt mir irgendwie nicht so wirklich viel gefühlt. Ah, ich könnte jetzt schon Skills spammen, also der kriegt wirklich genug Punkte durch mich. Ich glaube, sonst Level aktuell gar keiner. Nicht wirklich. Oh, Pax Boot. Für einen Ringmaster in Mail allerdings. Mist. Und Skills aus. Nice. Das ist unlucky. Das ist das einzige Problem, also mit den Party-Skills. Weil ohne Party-Skills ist das Leveln halt nicht wirklich lustig. Ach stimmt, wir droppen die ganze diese Common Boots und so. Bisher ist nichts ankommen. Oder besser. Mental Necklace, endlich. So, Moonstones. Okay, besser kein Effekt. 2 End. 3 End. Okay, nice. Haha, nice. Noch mehr End, noch mehr Damage. Ziemlich gut. Ich finde die Idee echt ziemlich gut, generell, dass man halt eine Kette hat, die halt dann, oder dass die Ketten generell andere Stats haben. Ich weiß gar nicht, warum noch nicht mehr Server bisher drauf gekommen sind, weil also diese HP-Effekte und so sind halt irgendwie ein bisschen lame, finde ich. Und es macht halt einfach auch nur Sinn, dass man halt so einen Effekt hat. Patience gemaxt. Naja, bringt relativ wenig, aber egal. So, letztes Mob, dann gegen uns hat. Muss ich rausziehen, okay. So. Okay, also. Damage testen. Def aktuell 350, by the way. 16,8K. Böse Mob. Bisher noch kein Effekt, okay. Und. Boom. Okay, 200 HP mehr. Wait. 30 Int mehr. 30% Attack, 10% PvE. Wow, und 20% Cast Speed. Oha. What the fuck? Wann ist gerade. What? 22k, ich mach wirklich. Warte, das ist nicht mal alles. 22,4K Damage. Ich tue die fast. Kurz mal Mana auffüllen. 24K mit dem Skill. Holy moly. Okay, das ist ziemlich geil. Def haben wir jetzt 584. Ja, das ist jetzt wirklich. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Also ich habe echt nicht erwartet, dass es so extrem wird. Also wir haben jetzt vor allem, was war es jetzt an Damage? Prozentual. Was haben wir gerade? 16,8K, warte mal kurz.
Wo sind wir? Dahinter manchmal. Von 16,8K auf 22, ich sag mal 22,8K waren jetzt 6K Damage mehr. 16 durch 6, 12, ein Drittel mehr ungefähr. Wir wurden nochmal auf ein Drittel mehr. Ein bisschen weniger als ein Drittel, so, weiß ich nicht, knapp 130% mehr Damage. Okay, 30% mehr Attack und so, klar, aber Skeleton Fly fährt jetzt nicht ganz so immer. Und noch die 30 Int dazu und die Cast Speed. Das bringt 10% Cast Speed, haben wir jetzt 30% Increased Cast. Das ist schon nice. Okay, wir laufen definitiv nicht allein. Erstmal als Waffen. So, 7,5k. Warum haben wir so viel AP? Ach, erst die Abus 3, okay. Ach ja, und mit einer 4er-Kombo gehen die genauso weg. Okay, das ist halt. Das ist halt krank. Das ist halt richtig krank. Okay, also so macht das definitiv schon mehr Spaß. Und das ganze Set hat mich aktuell nur 4 Donate Coins gekostet. Und das Coole ist halt, auch wenn ihr nicht donatet, ihr könntet einfach irgendwie andere Set-Teile verkaufen für 1 Donate Coin. Und könnt das halt dann quasi somit tauschen gegen den Set eurer Wahl effektiv. Also das ist schon echt geil. Und ich muss auch sagen, also jetzt mal ohne Witz, ohne sonst irgendwas. Ganz ehrlich, ich find's geil. Ich finde den Markt geil und auch gewissermaßen das Balancing des Markts, der Wirtschaft. Das ist auch eine Frage des Balancings auf alle Fälle, dass man das erreichen kann, dass man mit einem Donate Coin, der effektiv keinen Wert hat, dass man trotzdem damit einen Set-Teil kaufen kann oder verkaufen kann oder halt quasi mit tauschen kann für ein beliebiges Set-Teil, was man eben braucht oder will. Weil es gibt natürlich so ein Konzept natürlich auf vielen Servern, dass man halt irgendwie Donate-Coins handeln kann in-game und so, aber auf so ziemlich jedem Server, wo ich bisher war, war es irgendwie trotzdem so, dass es halt entweder nicht genutzt wurde oder die Preise halt einfach viel höher waren oder viel niedriger oder halt whatever. Also wisst ihr, was ich meine? Und ich muss sagen, dass das halt trotzdem echt eine ziemliche Leistung ist irgendwie. Also finde ich halt krass. Und das gefällt mir gerade auf alle Fälle sehr gut. Boah, es geht so ab. Das ist geil. Ich müsste normalerweise lernen, aber ich muss Fly spielen. Ich muss doch zocken, Mann. Was soll ich denn machen? Ich meine, Ausreden. Ich kann ja Ausreden suchen, oder? Wir haben jetzt ja gerade 30,7 Grad draußen. In meinem Zimmer gibt es ein stickige 23. Ich habe nicht mal gelüftet. Das ist nicht geil. Das ist wirklich nicht geil. Man kann ja sagen, so, ja, es ist zu warm zum Lernen und wisst ihr, so. Ich weiß, eine Ausrede, mit der ich mich nur selbst irgendwie bescheiß, aber. Achso, wir haben noch nicht mal gestattet, klar, logisch. 273 Int, by the way. Oh, wir können noch erwecken. Wir können noch erwecken. Sollen wir es gleich? Wir machen es gleich, komm, wir machen es sofort. Ich hoffe, es gibt keine negativen Erweckungen. Wobei, sollen wir vielleicht erstmal warten? Vielleicht leveln wir auch erst eine Stunde fertig. Wobei, wir müssen eh gleich nach in die Stadt dann. Warum? Achso, wir sind Level up, genau. Stimmt, 91 schon. 1, 2, 3. Nein! Es reicht wieder nicht ganz. Ach, ist das scheiße. Level 1 hätte der? Ja, was macht denn der? Und farmt er hier in Asria? Macht man das so? Ah, okay, lass mir die Mobs. Nice.
Okay, interessant. Na gut, muss aber auch dazu sagen, ist auf vielen Servern so, selbst auf Zweiflife war das sehr lange Zeit so, dass die Drops in Astria so stark waren, dass selbst die Farmap teilweise halt nicht mithalten konnte. Es hat echt Monate, viele Monate, Monate gedauert, bis Cascada damals, also die Farmap dort, besser war als Astria Mammuts, weil man allein diese ganzen Waffen, die man hier droppt, und hat die Pene-Drops dazu, gut, hier sind nicht viele, aber generell halt auf CWs zum Beispiel so, die waren einfach sehr lange Zeit so viel besser, dass die Leute trotzdem in Astria gefarmt haben. Und es dauert schon echt eine Zeit und man muss echt schon ein bisschen, also es ist nicht einfach so, dass man sagt, so, ja, gibt doch eine Farmap oder so. Und dann ist halt ein Astria halt auch immer noch billiger zum Beispiel jetzt hier, als vielleicht irgendeine Farmap oder so. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber, ja. Okay, komm, wir gehen mal kurz aus Astria raus. So. Dann geben wir kurz eine PvP zum Verkaufen. Weil Steuern sind scheiße. Okay, nicht alle Buffs da drin. Nein, hier gibt es auch Steuern. Fuck. Naja, gut, von mir aus. Okay, Geld kommt mittlerweile echt einiges rein. Soul-linked, soul-linked, soul-linked. Weg mit den Ketten. Okay. 3,2 Millionen. Wir machen kleine Fortschritte. Okay, wie kann man erwecken? Gibt es ein Slash Power? Slash Awake? Slash, hä? Muss man die Squires vielleicht kaufen? Ah ja. 220k. Scroll of Reversion. Wo gibt's die? Muss man die donaten? I don't hope so. Okay, muss ich donaten. Uff, okay. Naja, dann probieren wir unser Glück. Wir kaufen uns einfach 5 Scrolls. Genau, hoffentlich wenigstens keine negativen Awakes. Okay, bisher keine negativen Awakes. Zwar auch keine guten, aber... Okay, es gibt negative Awakes. Okay, das wird risky. Oh, okay, das ist nice. Für uns zumindest. Speed plus 1, FP minus 200, ist mir egal. Okay, probieren wir es nochmal aus. Vielleicht irgendwas so ein bisschen positiv zumindest wäre geil. Naja, okay, egal. Trade. Kaufen wir uns 2, werden auf alle Fälle in Zukunft auch wieder mit dem Ding leveln. Und. Okay. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.